Ganze 400 Milliarden Sterne enthält die digitale Weltraum-Sandbox von Elite Dangerous. Was ihr darin anstellt, entscheidet ihr ganz allein. Handeln, schmuggeln, erkunden, Asteroiden abbauen, Kopfgeldjagd und Piraterie. Das sind Features, die schon im ersten Elite vor 30 Jahren prächtig funktionierten und den Spieler dauerhaft motivierten. Kurz vor dem offiziellen Release haben wir uns die Vorabversion Gamma 1.05 angeschaut und dabei den Solo-Modus gewählt. Die dafür trotzdem notwendige Online-Verbindung stieß schon im Vorfeld vielen Spielern sauer auf. Am Beispiel eines Handelsfluges zeigen wir euch, wie sich Elite Dangerous kurz vor der Fertigstellung anfühlt. Mit Hilfe der Sternenkarte lassen sich Handelsrouten ganz gut planen. Die Detailansicht erlaubt euch dabei die farbige Darstellung bekannter Import-Export-Wege zwischen den Systemen, was hilfreich ist. Im gezeigten Beispiel entscheiden wir uns dafür, Medikamente zu transportieren. Angebot und Nachfrage im dynamisch gestalteten Preisgefüge bestimmen stets euren Profit. Zwar bietet der Handelsbildschirm diesbezüglich einige Informationen, was aber gänzlich fehlt, ist eine Preisdatenbank oder ein Handelscomputer an Bord eures Schiffes. Von der Community gibt es aber schon Tools und Datenbanken, die von aktiven Spielern anhaltend mit neuen Preisdaten gefüttert werden. Sobald die Ware eingelagert ist und der Kurs steht, kann unser Flug losgehen. Elite Dangerous punktet mit schicker Optik, frei beweglicher Cockpitsicht und einer hervorragenden Soundkulisse. Einsteiger müssen sich allerdings auf eine hohe Einstiegshürde ins Spiel einstellen. Zwar gibt es Tutorials für die grundlegende Steuerung eures Raumschiffs, doch alle Feinheiten und Mechanismen zu durchschauen, das ist keine leichte Angelegenheit. Schub, Gegenschub, Rotation, Energiemanagement, Beschleunigung, Anziehungskräfte, Funktionen der Scanner und viele Features mehr tragen zum gewollten Simulationsaspekt von Elite Dangerous bei. Wer sich darauf einlässt, wird mit einer tollen Weltraumatmosphäre belohnt, die sich großartig anfühlt. Was uns beim Navigieren im Raum etwas stört, ist der Umstand, dass wichtige Menüs nur mit Seitwärtsblick verfügbar sind, während das Schiff munter weiter geradeaus fliegt. Das ist so, als würde man im eigenen Auto das Navi an der Fahrer- oder Beifahrertür anbringen. Ein wenig umständlich fällt auch die Navigation in den Seitenschirmen aus, da es hierbei keine Mausunterstützung wie etwa im Hauptschirm gibt. Spannend wird es, wenn man in ein feindliches Abfangmanöver gerät. Jetzt kann man versuchen zu entkommen, indem man den angezeigten Fluchtvektor ansteuert. Oder aber ihr lasst den Angriff zu und stellt euch dem Gegner. Wir schauen uns einfach mal an, wer uns da unsere Ware abluchsen will. Die Anzeige links unten im Cockpit liefert uns Infos zum anvisierten Ziel. In diesem Fall handelt es sich um einen Piraten der Expertenstufe, ein ernstzunehmender Gegner. Wir klemmen uns hinter den Burschen und schaffen es nach einiger Zeit, ihn Stück für Stück auseinanderzunehmen. Zur Belohnung für erfolgreiche Piratenabschüsse erhaltet ihr reichlich Kopfgeld, das ihr auf den Stationen einkassieren könnt. Ein weiterer Simulationsaspekt in Elite Dangerous stellt der Eintritt aus dem Hyperraum in das gewünschte Zielsystem dar. Im sogenannten Supercruise-Modus müsst ihr den Schub passend regeln, um in einem fest definierten Entfernungsbereich eine bestimmte Geschwindigkeit zu erreichen. Dieses Prozedere ist auf Dauer ein recht monotones Geschäft, da der Ablauf immer gleich ist.
Wer noch keinen Landecomputer besitzt oder kaufen mag, verlässt sich auf sein Pilotengeschick und darf von Hand auf der zugewiesenen Landeplattform parken, was schön umgesetzt ist. Docking successful. Engines disengaged. Auf einer Station angekommen, repariert man eventuelle Schäden, tankt auf und sieht sich nach Aufträgen um, die mitunter äußerst lukrativ ausfallen, oft aber auch einen bestimmten Ruf erfordern. Mit dem nötigen Kapital lassen sich eine Vielzahl an Waffen und Ausrüstungsgegenstände in eure Schiffe einbauen. Im fertigen Spiel soll es insgesamt 30 spielbare Schiffstypen geben. Die Kosten für Schiffe können mitunter mehrere Millionen Credits betragen, sodass ihr euch auf fleißiges Sparen einstellen müsst. Um zwischen mehreren Schiffen für unterschiedliche Spielzwecke wechseln zu können, lassen sich gekaufte Untertassen auch einfach in einem Stationshangar parken. Elite Dangerous ist sicher kein einfach zu meisterndes Weltraumspiel, will es auch gar nicht sein. Es besitzt zahlreiche Ecken und Kanten, gibt sich mitunter sperrig und unzugänglich. Erst recht ist es keine cineastisch inszenierte und auf Popcorn-Action getrimmte Weltraumoper im Stil eines Freelancer oder Wing Commander. Vielmehr steht der Simulationsaspekt im Vordergrund, der dem Spieler eine ordentliche Einarbeitungszeit abverlangt. Als Lohn bietet es das Gefühl, das Elite schon vor 30 Jahren bot, sich völlig frei in einer riesigen Galaxie bewegen zu können und dabei sein eigenes Spiel zu erarbeiten und zu erleben. Frameshift Drive charging.